Leute, willkommen zurück zu einem Bonus-Part von Sonic Forces. Ich werde hier jetzt mal, also es werden ein oder zwei Bonus-Parts werden, je nachdem. Und wie ich schon im Part von der Shadow-Episode gesagt habe, wo wir die Vorgeschichte erfahren haben, werde ich jetzt mal schauen, was dieses Extra sein soll. Und mich danach den Geheimleveln widmen. Da haben wir noch 1 und 2 haben wir ja schon, 3, 4, 5 und 6 offen. Aber das interessiert mich, was das ist. Ob das vielleicht auch vor der Shadow-Folge gekommen wird? Mal schauen. Ja, da macht ziemlich viel. Sollte vielleicht drauf. Kein Mannsprung. Schade. Also ist alles so eine. Verdammt. Das ist so eine parallele. Also auch so eine virtuelle Realität sind diese Kugeln da. Die uns sehr wehtun. Okay, gut, wir können die nicht angreifen, sollte ich wissen. Wir können anscheinend nur hergehen und also müssen uns da quasi hochfriemeln. Wie bin ich jetzt gestorben? Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Achso, wir können schon auf die rauf, okay. Ah, ich stelle mich dir wieder an. Okay, der spendet Ringe, aber. Also können wir dann auch an kicken. Aber ich würde gerne wissen, wie ich da hinkomme. Ah, nein, was ist warum? Ah, zu schnell. Leider, leider. Aber jetzt. Ich scheine ein bisschen im Schlauch zu stehen. Ah, ich will da hin. Mein einziger Ring. Und ich fehle. Ich bremse mich immer selber an, ich Angst über sich. Das wird einfach zu. Das wird unnötig. Genau. Okay, ah. Warte, da gab's noch irgendwas? Gab's da was? Nee, schade, sah das aus.
Ich dachte, wir können irgendwie. Okay, nice. Okay, nicht weiter tun. Also ich finde den Bonus-Level eigentlich recht gut, recht interessant, muss man schon sagen. Okay, das war jetzt ein extra Level, ja. Ja, ich stelle mich mal wieder an. Okay, gut, sind das extra Kapitel. Okay, cool. Da steht ja extra 1, also. Na dann, ich habe mir gedacht, vielleicht war das auch immer so ein Zwischending zur Hauptstory, aber das war wahrscheinlich nur Sonic. Aber nein. Nö, aber mehr gibt's, okay, es ist extra eins, okay. Dann machen wir mal Geheim 3. Ja. Geheim 3, ja. Da haben wir. Ja. Ja, weil die haben alle noch das. Alle noch locked, alle noch versperrt. Okay, das sind jetzt so explodierende Plattformen. Okay, so cool, wenn die auch nach unten gegangen wäre, also nach unten gefallen wäre. Aber die tun's, die fallen. Finde ich echt cool. Hier, so viele Ringe, wir sind reich, wir sind reich. Ah, verdammt, habe ich mich jetzt komplett ausgeschlossen. Nö, zum Glück nicht. Aber wenn man nicht schnell genug ist, dann kann das halt so laufen. Ah, oder man gibt da. Ja, das sind ja nicht recht nette kleine Level. Hast du was, ja? Rang B, naja, besser als vorhin. Ich würde sagen, dann packen wir noch 4 und 5 auch noch rein, oder waren 6 Level, ich weiß gar nicht. Schauen wir auf die Karte. 4, 5, 6, ja, dann ich denke, wir sollten sich noch rausgehen, weil wir sind nicht so lange und bis zu einem gewissen Grad so schlimm stelle ich mich da auch nicht an. Also, ja, machen wir das auf jeden Fall noch. Ah, ich spiele mit meinem Avatar. Burn, burn. Ah, mein neuer Lieblingsspruch. Ich sage, jeder dieser Spezialwelten hat, das habe ich jetzt schon im letzten Part, nach vorletzten Part gesagt, hat so ein Theme und ja, weil es immer mit was herumspielt. Letzte eben mit ihnen mit explodierenden Kisten und ja, jetzt eben mit diesen schießenden mächtigen Dingen da. Monde gibt's da, nicht Monde, ich bin bei Odyssey. Große Dinge scheint es da keine zu geben. Das hätte ich am Anfang machen sollen. Ja, ich hab's gesehen.
Okay, ich muss zuerst. Ja, ich sage, das sind so kleine Mini-Level. Ja. Hat was. Mir gefällt's. Vor allem, wenn man das auch noch macht, hat man ein bisschen mehr zum Spielen. Und man muss halt auch immer bedenken, dass bei Sonic es halt immer so ist, dass du ja mehrere Wege gehen kannst. Das habe ich schon mal in irgendeinem Part erwähnt. Ich will immer Start drücken. Geheimführen, sehr gut, dann machen wir doch den und den nächsten. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Part, würde ich sagen. Where's Boney? A Fireball Laser! I like. It's nice. I like you, do you like me? Ja, jetzt komme ich mit den Borat-Zitaten. Ja, ich habe mich lang gegen Borat gewehrt. Ich habe das irgendwie jahrelang nicht sehen wollen. Ich dachte, ja, irgendwie Müll und jetzt ohne irgendwen zu beleidigen. Das ist es auch, aber es ist schon irgendwie Kult. Ach komm, ah. Ja, sie sind wie cool und ich hab's dann immer mal geschaut, weil ein Freund von mir meinte so, ja, hey, oh, schau das. Also ich hab's mir mit ihm angeschaut, weil er es auf DVD bekommen, irgendwie gratis dazu bekommen und irgendwie sowas und halt geschaut und ja, man kann sich's einmal anschauen, aber für mich ist es dann auch nicht wirklich gedacht, würde ich sagen. Weil es sind zwar ein paar Klassiker entstanden, aber ansonsten sind ein paar so Standardsprüche, die halt so ziemlich jeder kennt. Und wahrscheinlich schon jeder irgendwie benutzt hat. Wir haben das 6 Metropolis, Tourblock 1. Schalten wir dann noch mehr frei. Jetzt haben wir wieder diese Blöcke hatten wir schon mal, oder? Kann ich die killen? Ja. Versuche ich das rauszufinden, wie man da jumpt. Also B muss man drücken, ich glaube jetzt habe ich es rausgefunden. Ach, ihr könnt mich doch alle mal einschalten. Das ist doch mal cool, einfach so den Roboter weggeschickt. Müssen wir die alle kalt machen? Vielleicht, ich wollte immer nach oben gehen. Wie bin ich denn nochmal raufgekommen? Da. Ja.
Okay. Also der letzte ist irgendwie etwas fordernder. Deswegen stelle ich mich einfach an. Hey, aber die respawnen noch immer? Okay, gut, dann müssen wir, glaube ich, gar nicht alle irgendwie eliminieren, sondern einfach nur da rauf. Ja, bist du noch, wie ich vorher gesagt habe, Minipart? Vergesst das mal. Ja, also mir gefällt es. Okay, mal sehen, ob ich recht habe. Ja, B. Unterdrücken und B. Na dann, ich weiß gar nicht, ob ich den schneiden werde. Ich glaube mal gar nicht. Vielleicht ein wenig. Aber ich glaube, ich lasse die Fails drin, weil mit etwas über 15 Minuten geht das schon. Wenn ich das Let's Play da wahrscheinlich beenden, vielleicht werde ich noch hier und da im Stream, wenn ich mal streamen sollte, endlich einen Twitch erstellt habe. Also erstellt habe ich es aber halt aufgesetzt, habe mit allem, was ich brauche. Vielleicht noch ein paar SOS-Level etc. zocken. Aber wenn es das war. Damit danke ich mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ja, das ist von Herrn Newstime. Und ich würde sagen, wir beenden das hier, weil mehr. Wieder auf die SOS-Level. Gibt's da eigentlich nicht mehr. Ja, also es ist nur SOS und ja, schade, dass es keine Chaos Emeralds gab. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Mir passt. Dann verabschiede ich mich mit diesem tollen Titelbildschirm.